Jackson. Bangarang, Brudis und Schwestis, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt gedacht, heute gibt es ein Vlog-Video, weil das habe ich ja gesagt. Gibt es aber heute noch nicht. Das heben wir uns noch ein bisschen auf fürs nächste Mal. Das nächste Mal ist nämlich morgen. Wir machen heute erstmal ein Video über Apex Legends, weil da hat gestern die neue Season angefangen und ich habe voll Bock auf das Game. Manchen von euch wird das nicht so gern, ich sag mal, es passt euch nicht so gut, weil die meisten spielen immer noch Fortnite, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Macht keinen Spaß mehr. Also ich kann mich zwingen, und aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu spielen, wo ich gar nicht mehr will. So, ihr wisst, was ich meine. Immer dasselbe, geht auf Dauer gar nicht klar und ich verliere dadurch auch so ein bisschen die Lust an der Zockerei. Apex macht sehr viel Spaß. Ist mittlerweile so am Ende von Season 1 auch natürlich langweilig geworden, weil die Entwickler da so ein bisschen Mist gebaut haben. Die Änderungen kamen alle so ein bisschen spät und viele Neuigkeiten kamen erstmal gar nicht, obwohl die Community es unbedingt gefordert hatte und sowas. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge und ich freue mich auf die neue Season und ich freue mich auf die neuen Ideen, die mit dem Spiel reinkommen. Aber ich will gar nicht so großartig viel rumlabern, weil der neue Battle Pass ist da und ich würde den gerne mit euch durchgehen. Wir haben hier auf Stufe 1, also wenn man den Battle Pass kauft, so ähnlich wie bei Fortnite, dann bekommt man hier direkt am Anfang ein paar Gratis-Sachen dazu. Das erste hat mich schon direkt abgeholt. Das ist nämlich für die Spitfire der Skin der Einschüchterer. Brutal heftiger Skin. Ich liebe den Skin. Der sieht einfach mega aus. Ich finde den richtig geil gemacht. Dann gibt es dazu noch für Gibraltar einen Skin. Der geht so einigermaßen klar. Feiere ich nicht so besonders. Für die Bangalore gibt es dann den Tapferkeit-Skin. Die haben alle, wie ich das sehe, von der Seltenheit her ist das blau. Dann gibt es noch für den Pathfinder den Skin Schlachtschiff. Kann man machen. Aber mir gefällt beim Pathfinder im Moment eigentlich so ein epischer Skin. Muss nicht mal ein Legendary sein. Ich finde den epischen Skin ziemlich cool, den ich drin habe. Dann gibt es noch einen EP-Boost dazu. Den gibt es direkt 10% direkt am Start mit drauf. Dann haben wir hier den Soundtrack. Ist jetzt nichts Besonderes. Können wir mal kurz anspielen. Aber nicht zu lange. Ich will nicht gebannt werden hier bei Twitch. Den gibt es auf Level 2 dann. Auf Level 2 gibt es auch ebenfalls die Plakette. Was ich sagen muss, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass jetzt auch Musik mit dazu kommt. Da habe ich mich wirklich gefreut. Ist ja bei Fortnite schon die ganze Zeit so. Und ich habe das sehr gefeiert, dieses Feature. Auf Level 3 gibt es dann für die Brawler den Stargate-Skin. Finde ich komplett Schrott. Dann gibt es wieder eine Plakette auf Level 3 mit dem Brawler-Skin. Für Watson, den neuen Helden. Dann, das feiere ich, es gibt jetzt Ladebildschirme, das finde ich sehr geil, dass wir das übernommen haben. Fortnite hat das ja schon rausgebracht gehabt damals, fand ich super, fand ich mega geil. Finde ich auch klasse, dass das jetzt hier wieder mit dabei ist. Eine Plakette gibt es dann auf Stufe 4 ebenfalls für Pathfinder, Siege in Saison Nummer 2. Dann haben wir die erste epische Spinne, die Loot-Spinne, die gibt es auf Level 5, garantiert also einen epischen Gegenstand. Was auch immer das ist. Episches oder besseres Objekt zu 100%. Legendäres Objekt 7,4%. Da ändert sich nichts. Dann haben wir dazu wieder eine Plakette für Bangalore. Auf Platz 6 gibt es für die P2020 gibt es den Draufgänger-Skin. Finde ich auch für die Tonne, denn kann ich gar nichts mit anfangen mit dem Skin. Der ist echt. Dann haben wir noch auf Level 6 die Plakette für Mirage. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben. Den hatten wir doch, ne? Ja. Das hatten wir. So, auf Level 7 gibt es 100 Apex-Münzen. Kann man machen. Da freue ich mich immer drüber. Für ein paar Münzen mehr auf dem Konto. Und die Caustic-Plakette gibt es auch dazu. Dann haben wir auf Level 8 einen Rahmen. Octane-Rahmen. Für Raid gibt es dann die Plakette noch dazu auf Level 8. Das ist jetzt neu im Battle Pass. Das gab es vorher so noch nicht. Herstellungsmaterial.
damit craftet man sich halt Skins und so, wenn man genug davon hat. Skins für Waffen und für den Helden. Die Gibraltar-Plakette gibt es auf Level 9 mit dazu und dann auf Level 10. Das ist auch komplett neu und da habe ich voll Bock drauf. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht in-game. Das sind diese, das sind das sind Fallschirmsprung-Emotes. Alter, meine Zunge, da ist so ein Knoten drin. Das ist ein Emote für den Fallschirmsprung. Gibt's ja auch erst seit jetzt der Season 2. Bin ich mal gespannt, was daraus wird, wie sie das da weitermachen und ob da neue dazukommen. Ich hoffe es sehr. Alles, was an Neuigkeiten so rauskommt, Gimmicks und sowas, feiere ich total. Die Plakette gibt es noch dazu für Bloodhound. Sie gehen Saison 2. Auf 11 gibt es den nächsten EP-Boost. Und noch eine Plakette. Ja, die Plaketten, wer es mag. Ich finde das schon cool, wenn ein Ladebildschirm ist und man sieht dann hier sein eigenes Fenster und dann hat man da die stylischen Plaketten drin. Kann man machen. Besser als wenn da nur grauer Bildschirm ist. Dann gibt es einen seltenen Apex Pack. Gibt es auf Stufe 12. Die gibt es dazu. Und dann haben wir noch, das ist auch selten. Selten. Gibt es da zwei Stück? Was ist denn der Unterschied zwischen diesem hier und diesem hier? Scheint keinen zu geben. Okay, gut, gehen wir weiter. Level 13. Ja, die Skins sind nicht sehr berauschend. Reißende Flut für die Longbow. Dann haben wir auf 14 den nächsten Ladebildschirm. Finde ich wieder sehr cool. Vom Bloodhound. Und eine Lootspinne gibt es dazu. Dann haben wir den nächsten Soundtrack. Der ist auf Level 15. Dann haben wir für meine Lieblingswaffe die Mosambik, einen Kackskin. Dann gibt es nochmal den Apex Pack auf Stufe 16 mit dazu, zum Mosambik Skin. Dann haben wir hier eine legendäre Münze wieder, aber 50 Coins dieses Mal. Gab es so auch noch nicht, haben sie ein bisschen reduziert. Wahrscheinlich, weil sie davon mehrere reingemacht haben, aber das sehen wir gleich. Wir gucken ja noch weiter. Auf Stufe 18 gibt es den nächsten Rahmen. Perfekte Ausführungen für die Lifeline. Finde ich kacke. Dann gibt es noch ein Pack. Also Packs gibt es jetzt mehrere, muss ich sagen. Hier haben wir wieder Herstellungsmaterial auf Stufe 19. Finde ich auch super. Dann haben wir hier das nächste Emote für Bloodhound. Die sind alle vom Prinzip her sind die Emotes gleich, aber sind auf den Helden so ein bisschen zugeschnitten. Wie zum Beispiel ein Octane, der läuft ja immer ziemlich schnell so. Der ist ja nur am Rennen und der rennt dann auch so in der Luft, so wenn er sich um sich selber dreht. Also die sind alle so ein bisschen angepasst an die verschiedenen Helden. Dann haben wir hier nochmal eine Gratis-Spinne für blauen Loot. Auf 21 gibt es wieder den nächsten EP-Boost, der dritte im Bunde, wenn ich richtig mitgezählt habe. Dann wären wir bei 30% Bonus auf Top 5 und Sieg-EP. Das wäre bei Level 21. So, dann haben wir auf Level 22 die nächste Lootspinne. Also an Lootspinnen mangelt es diesmal hier nicht. Dann gibt es auf Level 23 den Zyklon-Skin für die G7 Scout. Finde ich zum Kotzen, den Skin. Kann man einfach nur in die Tonne treten. Den nächsten Ladebildschirm. Mir, mich und ich. Für Mirage ist das, ne? Ja, genau. Finde ich sehr geil. Ich mag Ladebildschirme. Ich weiß nicht warum. Ist eigentlich eine ganz simple Sache. Feiere ich aber total. Oh, 25. Die allererste extreme Sache, wo ich richtig abfeiere. Dieser Skin hier für Caustic. Der ist nur böse. Wir machen den mal größer. Es kann sein, dass ich den ein bisschen verdecke. Ja, passt aber. Jesus Maria. Guck dir den Skin an. Den feiere ich übel. Den feiere ich richtig übel. Wow. Ich mit dem rumlauf, Junge. Wenn ich mit dem rumlauf, da kommt ein Gegner, Alter. Den kipp ich richtig allein durch den Skin. Sehr cooler Skin, feiere ich total. Level 26 für die Havoc. Ein blauer Skin. Finde ich auch zum Kotzen, das Teil. Hier gibt es wieder ein 50er Münze. Apex-Münzen auf Level 27. Level 28 ist wieder ein Rahmen, der absolut gar nichts taugt. Level 29, 120 Herstellungsmaterialien. Dann gibt es auf 30 den Caustic-Emote-Sprung. Da sieht man den noch nochmal. Ja. So, dann haben wir hier einen Skin, den bekommt man auf 30 mit dazu, für Watson. Das ist ja der neue Held. Der ist ja jetzt erst vor kurzem reingekommen, also gestern. Gestern kam der rein. Und da gibt es dann auch diesen Skin dazu.
Auf Level 31 gibt es den nächsten EP-Boost. Da wären wir bei 40%. Das ist bei 31. 32 haben wir wieder seltenes Apex Pack. Auf 33 auch wieder. Also die Skins, die zwischendurch kommen, die sind für die Tonne eigentlich, ne? So, ich feiere im Moment sehr die Ladebildschirme. Zwischendrin sind ein paar geil. Also der Skin hier von Corsic, der ist sexuell as fuck. Der ist Wahnsinn, finde ich. Der ist der richtig. Der Skin hier, der ist gar nichts, wie ich finde. Ja, naja, gut. 33 Flatline-Skin für die Tonne. 34, der nächste Ladebildschirm. Feiere ich auch übel. Böse. Warum haben wir die anderen eigentlich nicht groß gemacht? Egal. Gut. Hier gibt es den nächsten Sound. Hier gibt es den nächsten Sound. Auf Level 35. Jetzt habe ich den Battle Pass zugemacht, weil der zu krass war. So. Was haben wir dann? Level 36. Gibt es ein Skin für die Crabber, für das legendäre Scharfschützengewehr? Echt kacke, das Teil. Der Skin, nicht die Waffe. Auf 37 gibt es wieder eine 100er Apex-Münze. Auf 38 gibt es wieder einen Rahmen, der absolut für die Tonne ist. 39 gibt es Herstellungsmaterial. Gibraltar. Auf Level 40. Dann geht es weiter mit dem nächsten EP-Boost. Da sind wir bei 50%, ne? Oder sind wir bei 60% schon? Ich weiß es nicht mehr. Der ist bei Level 41. Level 42 gibt es nochmal einen Fuffi Münzen. 43 gibt es den Skin für die neue Waffe Elbstar. Die kam jetzt auch mit dem Battle Pass rein. In der Season 2. Ich habe die gestern einmal angespielt. Ein Biest, das Teil. Wenn man dann mal mit der trifft, die hat den Rückschlag ohne Ende. Der Skin ist aber für die Katze. 44 Ladebildschirm. Das ist die Raid, glaube ich. Ich feiere Ladebildschirme. Für die Lifeline, der Sprung-Emote. Was macht die da? Peace. Level 46. Für die Alternator, der Skin Schlachtklammer. Entschuldigung. Der geht so, oder? Ja, kann man machen. Lieber haben als nicht haben. Dann haben wir ein 100er Apex-Münzen-Pack auf Stufe 47. Dann haben wir volle Ausrüstung, Bloodhound-Rahmen auf 48. Auf 49 gibt es Herstellungsmaterialien, 120 Stück an der Zahl. So, auf Stufe 50. Moment. Auf Stufe 50 haben wir ein legendäres Apex Pack. Feier ich total. Da gibt es immer schönen Kram. Auf Level 50 das erste. Auf 51 gibt es wieder einen EP-Boost. Wir sind dann bei 60%. Finde ich eigentlich ziemlich cool für Level 50. 51. Level 52 gibt es wieder 50 Münzen. Dann haben wir auf Level 53 die 301. Der Skin Direktverbindung. Finde ich absolut kacke, das Teil. Absolut kacke. Auf 54 gibt es den nächsten Rahmen. Da haben wir die Wade. Nee, Watson. Entschuldigung, bitte. Da haben wir die Watson. Finde ich auch sehr nice, diesen Ladescreen. Level 55, neuer Soundtrack. 56 haben wir die RE45 Automatik-Skin Feuerbrand. Für die Katz auch, für den Arsch komplett. Legendary Münze haben wir hier. Da gibt es 100 wieder auf Stufe 57. Auf Stufe 58, meine Freunde, ein Caustic-Rahmen. Battle Royalitäten. Auf Stufe 59, 120 Herstellungsmaterialien. Auf Stufe 60 gibt es den Fallschirmsprung-Emote für Mirage. Auf 61 gibt es wieder einen EP-Boost. Dann sind wir bei 70%, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, wer mitgezählt hat. 70% haben wir dann hier bei Stufe 61. 62 gibt es den Devotion-Skin Innenleben.
63 für die Friedenstifter. Peacemaker. Symbiotisch. Kann man machen, muss man nicht haben. Den nächsten Ladebildschirm finde ich stark. Finde ich echt cool. Pathfinder. Dann den nächsten Soundtrack. Den finde ich von allen Soundtracks am schlechtesten, muss ich sagen. Dann haben wir auf 66 den Skin für die Hemlock Mainframe. Auch scheiße. Dann haben wir Apex-Münzen wieder auf 67. 68 gibt es den ersten epischen Bangalore Raymond Übernahme der Kontrolle. Der geht so, ne? 120 wieder Herstellungsmaterialien. Also Herstellungsmaterialien und Münzen gibt es eigentlich nicht schlecht. Dann haben wir den nächsten Emote. Den Sprung-Emote für Octane. Und da seht ihr das, was ich gerade eben gesagt habe. Der läuft dann so in der Luft so. Auf 71 gibt es wieder einen EP-Boost. Sind wir bei 80%. Dann haben wir 72. Das ist Alternator-Skin, Schmelzschmiede. Auf 73 Stalagmite für die R99. Ich mag die Waffe total gern, spiele ich sehr oft. Aber werde ich nicht mit diesem Skin tun. 74, nächster Ladebildschirm. Nice, Diggi. Nice, Brudi. Brudi. 75 gibt es den nächsten geilen Skin. Yes, baby, in your face. Den finde ich richtig brutal. Finde ich auch cool. Mein Kumpel Sascha feiert den gar nicht. Sascha, falls du das siehst. Scheiß auf deine Meinung, Alter. Ich feiere den total. Finde den geil. Finde den echt nice. So, dann geht's weiter. Auf 76 gibt's wieder einen Dreckskin für die IVA 8 Automatik. Naht. So ein Schrott. Auf 77 gibt's nochmal 100 Packs, 100 Münzen. Auf 78 gibt es den nächsten Rahmen für Watson. Es werde Licht. Unnötiger Rahmen. 120 Herstellungsmaterialien auf Stufe 79. Auf Stufe 80 gibt es den nächsten Sprung-Emote für den Pathfinder. Auf Stufe 81, da sind wir bei 80%, glaube ich, ne? Müsste hinkommen. 80% EP-Boost. Bei 82 gibt es die nächste seltene Spinne. Auf 83 gibt es die Mastiff-Skin geschmolzen. Auf 84 ein Lifeline-Ladebildschirm. Da ist sie dick am Verarzten. Da oben, wer ist das da oben? Ist das ein neues Easter Egg? Man weiß es nicht. Auf 85, Soundtrack. Okay, 86 gibt es den Spitfire-Skin Dunkler Ozean. Apex-Münzen, 100 Stück auf 87. 88, Schwert im Stein, Pathfinder-Rahmen. Da macht er einen auf König Arthur. 120, aber geil mit dem Smiley, ne? Am Schwertgriff. 120 Materialien gibt es auf Level 89. Bei 90 gibt es den Watson-Fallschirmsprung-Emote. Wie sieht denn der aus? Was macht die da so Schönes? Grazil. 91 gibt es den nächsten Boost. 90% in dein Face. 92 gibt es nochmal eine Lootspinne. Auf 93 gibt es den Triple-Take-Skin Whirlpool. Taler Schrott. Also die Skins, das sind wirklich Lückenfüller. Muss man wirklich sagen. Den Ladebildschirm hier, den feiere ich. Auf jeden Fall. Selfie. Macht da so ein Selfie von sich in der Luft. Feier ich. Auf 95 gibt es den nächsten Sprung-Emote für Raid. Was macht die Schönes? Okay, 96. Gibt es einen Skin für die Wingman? Der geht eigentlich klar, finde ich. Mit diesen Gesichtern da drauf. Jo. Kann man machen. Jo. Ist jetzt kein Highlight. Kann man machen. Das war das. Auf 97 gibt es wieder 100 Münzen. Auf 98 gibt es den nächsten Rahmen Wappen für Gibraltar. 99 schenkt uns wieder Herstellungsmaterialien, 120 Stück an der Zahl. Und jetzt, meine famosen, meine sexuellen Freunde, jetzt kommt ein Skin, auf dessen Anblick freue ich mich schon sehr. Und zwar ist das von meiner Lieblingswaffe, die R301. Warte, ich muss es wegmachen. Ich mach's weg. Mach kurz Trommelwirbel. Jetzt zeigen wir ihn.
Der ist böse. Der ist wirklich böse. Oh yeah, ich will den haben, ich will den zocken. Oh mein Gott, der geil. Den feiere ich brutal. Und den gibt es dann nochmal in einer Ach-du-Scheiße-Variante. Und zwar in dezentem Gold. Mit Türkis, oder wie nennt man das? Brutal. Brutal. Und dann gerade noch für meine Lieblingswaffe. Fahre ich voll drauf ab. Okay. Dann gibt es noch dazu, das ist aber hier der Bonus-Level dann. Ne? Da muss man wahrscheinlich dann wieder 10 Level drauf spielen. Ja, genau, benötigt Stufe 110 im Battle Pass. Und dann gibt es dann diesen goldenen Skin dazu. Der hier war auf 100, den gibt es dann auf 110. Und dann gibt es auch noch diese Battle Pass Stufe 2 Plakette für Season 2. Ja, das war der Battle Pass, meine Freunde. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren da lassen, was ihr für eine Meinung über Apex habt, was ihr für eine Meinung über den Battle Pass habt, was ihr für eine Meinung über mich habt und meinen Kanal. Ich würde mich über einen Daumen sehr freuen. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und ich würde mich auch sehr freuen über ein Abo. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Wenn ihr dies machen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Ihr wisst, dieser Kanal ist ein kleiner Herzenswunsch. Lasst mich weiter dran glauben. Zeigt's mit einem Daumen. Und das Abo macht euch zum Babo.